Es ist, wenn du die Offenbarungen liest, das geht, ich bin, du geh doch schon los, du denkst dir doch jetzt dieses Buch aus, du denkst dir Natürlich. doch jedes Buch aus. Geh in diese Phase, dass du sagst, ich träume jetzt. Es ist was Intimes. Ich sage immer, hüte dich, irgendjemand anderen aufklären zu wollen. Ich mache das nicht. Ich suche keine Menschen auf. Ich reagiere eventuell auf Menschen, die mich aufsuchen. Und selbst die halte ich mir vom Leib. Du kannst es über Selbstgespräche machen. Jedes Video, das du anklickst, öffnet sich in deinem Geist, nicht in den Computer vor dir, weil der Computer ja in dir drin ist. Genauso ist es. Und dann sage ich immer wieder, du denkst jetzt, du schreibst einen Roman. Wenn du dich hinsetzt, wird jede Figur so sein, wie du sie dir ausdenkst, wenn du einen Roman schreibst. Deine hyperrealistisch wahrgenommene Welt auf deiner Farbbrille ist nichts anderes. Das beweise ich arithmetisch hundertprozentig sicher. Bei mir darf kein Joder verloren gehen. Und dann muss ich mir anhören, der Dilettant bätscherweise belesen sind, ob das jetzt hier ein Klaus ist, ob das dieser Nickname-Idiot ist. Es sind Idioten, es sind Gedanken, die sind es nicht wert, dass sie die Welt bescheißen. Ja. Wenn jetzt ein Hauch von Geist hinter dir sein sollte und du bist einer dieser zwei, du wirst noch lange, lange viele Leben leiden. Das ist jetzt keine Drohung, sondern das ist schlichtweg und einfach, wenn du ständig die falschen Kreuze setzt und du die einfachsten Sätze nicht verstehst, dass du immer wieder dir selbst dieser anerzogenen Logik deiner Lehrer auf den Leim gehst, weil du meinst, irgendjemand, den du Geist dir ausdenkst, der könnte mächtiger sein als du selbst. Lass es auf dich wirken. Egal, wen du jetzt denkst, an was du denkst, es ist, weil du es denkst. Die Ursache, dass du das denkst, ist dein Intellekt, dein Wissen. Aber ist es dein Wissen? Ist Wissen, das du nachplapperst aus das Buch heraus, aus jetzt ausgedachten Lehrern, ist es dein Wissen oder ist es nachgeäfftes Wissen? Das ist die Ursache, dass du glaubst, du bist ein Affe, ein sterbliches Säugetier. Ja. Dass du möglichst lange versuchst, am Leben zu halten, indem du von einem Arzt zum anderen rennst, der auch nur nachäfft, sollte doch ein Geist im Hintergrund sein. Was aber wiederum nur Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen sind. Nicht mehr, aber viel, viel weniger, wenn man weiß, dass Gott rot geschrieben, der absolute Mittelpunkt, dieses Dual, du bist nichts. Aus Ja. diesem Nihilo entspringt Ja. alles. Diese Filmbeispiele, die ich bringe, wo ich Physik, Religionen, alles verknüpfe, in eine absolute Einheit, wo jede Facette, jeder Spritzer, der rausspritzt, ist ein wichtiges Teilchen vom Heiligen Ganzen. Wie oft habe ich gesagt, du bist der Kabelstecker im Auto. Wenn ich dich abziehe, wenn du nicht an der richtigen Stelle steckst, funktioniert das ganze Auto nicht. Die Welt, die du dir jetzt um dich herum ausdeckst, die letztendlich nur aus ständig wechselnden Informationen besteht, ist ein Produkt dessen, dieses Glaubens, an dem du festhältst, der im Widerspruch zu so vielen anderen Glaubenssystemen steht. Holofeeling steht nicht im Widerspruch zu irgendeinem Glaubenssystem. Es ist es summa summarum von einem Glaubenssystem. Und wenn du dich im Innersten änderst, du bist der Einzige, der das verändern kann. Ein Traum kann letztendlich nur der Geist verändern, der träumt. Du hättest nämlich die Freiheit, dir die Sachen anders zu denken, wie deine Logik dir das vorschreibt. Dein anerzogenes Wissen. Es wäre jetzt praktisch, wenn man grobe Metapher, wenn der Computer von sich aus bestimmen könnte, welche Internetseiten er aufmacht. Es bestimmt aber immer noch der, der vom Computer sitzt, weil der Computer was Ausgedachtes ist. Ja. Und jetzt machen wir statt Computer, sage ich, der, der vor Computer sitzt, hätte prinzipiell die Freiheit, andere Internetseiten anzuschauen, wie die, die ihn seine Logik aufzwingt, sein Interesse, zwingt ihn doch ständig immer auf dieselben Seiten. Du könntest das ganze Internet, ich sage immer wieder, du könntest russisches Internet aufmachen, israelisches Internet, oder französisches Internet aufmachen. Aber du magst es nicht, weil deine Logik das nicht macht. Das heißt, du musst deine Logik erweitern. Ich sage immer wieder, Vervollkommnung besteht, verbessern besteht nicht, dass du das Schlechte wegmachst und dafür was anderes kriegst, sondern dass du zu dem, was du schon hast, nochmal was dazu machst. Ja, so ist Und es. das dann auf eine höhere Ebene, mein Beispiel mit Kreis und Dreieck, wenn du in der Welt der Flächen bist. Nicht sagen, ich will das Dreieck nicht, ich will einen Kreis. Wünsch dir doch einen Kegel, dann hast du beides gleichzeitig und was vollkommen Neues dazu.